Das Interessante ist ja auch, dass Jesus diese Anbetung annimmt. Genau. Währenddessen Engel zum Beispiel stets darauf hinweisen, dass sie nicht angebetet werden wollen. Ja, das ist ein, genau. Ein weiteres Indiz auch dafür, zu deiner ersten Frage, ob Jesus Gott ist. Wenn er nicht Gott gewesen wäre, dann hätte Jesus das sofort gesagt und hätte das verneint und gesagt, du komm, nimm mal Abstand. Aber er ist eben Gott. Und da gibt es ja auch einen schönen Vers im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 3. Da heißt es, und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt.